Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 20 Videos zum Abnehmen. Schön, dass du dabei bist. Heute bei Kalorien verbrennen. Wir machen ganz viele Schritte, bleiben in Bewegung, machen natürlich so mit, wie es für dich okay ist. Du kannst jederzeit Pausen einlegen oder einfach die Bewegung etwas kleiner werden lassen oder auch etwas größer. Ich habe mir was zum Trinken beiseite gestellt. Wenn du möchtest, hol dir noch was. Trink auf jeden Fall vorher und nachher ein großes Glas Wasser. Und wir starten jetzt mit einem Aufwärmtraining. Dazu kommst du in die Grätsche. Knie zeigen nach außen in Richtung Fußspitzen. Und wir fangen zuerst an, unsere Fußgelenke ein bisschen zu bewegen, indem wir rechts und links die Fußspitzen nach oben ziehen. Genau. Lass oben locker. Wir werden nachher immer 45 Sekunden Low Running machen, also so ganz kleine, schnelle Laufbewegungen und dann 45 Sekunden einfachere Schritte. Zieh, wenn deine rechte Fußspitze hochkommt, die linke Schulter nach oben. Im Wechsel hoch, hoch, hoch. Genau. Perfekt. Kreis deine Schultern hinter. Rechte Fußspitze, linke Schulter und umgekehrt. Ellbogen größer werden. Und jetzt lässt du die Arme ganz entspannt mitgehen. Rechts, links. Hebst jetzt nicht mehr deine Fußspitzen, sondern die Fersen. Hopp, rechts, links, rechts, links. Vielleicht auch dein Becken leicht mitschwingen. Tipp nach vorne, schau mal. Tempo. Immer nach. Arme locker. Und dann rollst du deine Füße mal ab. Fußspitze, Ferse, bewusst die Fußgelenke jetzt bewegen. Denk an deine Haltung, die ist natürlich auch wichtig. Einmal schneller werden. Tempo. Okay, gehen. Sehr schön. Wir starten jetzt gleich mit unserem Laufen, niedrigen Laufen. Das heißt, du läufst auf dem Mittelfuß. Das ist wie wenn du Seilspringen würdest. Versuch das mal. Das ist auch unser Tempo. Und das machst du rechts und links auf dem Mittelfuß. Genau. Du kannst natürlich jederzeit auch Füße abrollen stattdessen, okay? Ich mache uns den Piepser an und dann geht's los mit 45 Sekunden Low Running. Also immer wieder an das Seilspringen denken. Genau, die Bewegung ist es. Die Arme gehen mit. Und ganz wichtig, deine Körpermitte ist aktiv. Wirklich stabil. Jawohl. Der Puls darf natürlich auch einmal ein bisschen höher. Und wenn wir dann die Schritte zwischendurch machen, wieder tiefer gehen. Und
Okay, unser erster Schritt ist ein Tap nach vorne. Jetzt darfst du so ein bisschen ausruhen. 45 Sekunden. Tap. Atme nicht vergessen. 5 Sekunden noch. Zweite Runde. Low Running. Mittelfuß. Immer an das Seilspringen denken. Groß werden. Kannst auch durch dein Zimmer laufen. Okay. Nächster Schritt ist ein Step Touch. Schritt zur Seite, rechts und links. Rechts und links. Wir haben jetzt ein mäßiges Training. Geben zum Schluss dann, ganz zum Schluss noch mal so ein bisschen Gas. Aber jetzt sollst du auch mit mir reden können. Oder? Okay, nochmal laufen. Bauch spannen. Aufrichten. Denk an die Spannung. Nächster Schritt, Knie. Gerade bleiben. Hoch, hoch, hoch. Puls darf wieder ein bisschen nach unten. Okay, low running. Denk immer an den Rhythmus. Mittelfuß, Aufrichtung. Nächster Schritt, Side to Side. Außen tippen, rechts und links. Bleib aufgerichtet, komm tief und hoch.
10 Sekunden noch. Okay, laufen. Leise abfedern. Du kannst auch gehen zwischendurch. Durchhalten. Okay, nächster ist ein Kick. Kick nach vorne. Weiter bewegen. Okay, nochmal laufen. Denk an die Armbewegung. Nächster Schritt ist ein Out, Out, In. Erstmal die eine Seite, das heißt, du gehst und gehst auf und zu, auf und zu. Andere Seite, auf, zu. Und los geht's. Running. Wird ja auch schon warm. Fünfzehn Sekunden. Okay, schau mal, eine Seite vor und rück. Mambo. Hälfte der Zeit. Nochmal. Andere Seite. Weiter, weiter. Okay, trippeln. Laufen. Wieder an unser Seilspringen denken.
bewusst die Arme mitnehmen. Du kannst zwischendurch immer mal die Hände öffnen, so ein bisschen die Finger spreizen. Nächster Schritt, Leg Curl. Das heißt, du gehst seitlich, eine Ferse hoch. Großer Schritt. Und laufen. Lass ruhig den Oberkörper ganz leicht nach vorne geneigt. Genau. Okay, nächster Schritt ist ein Tap zur Seite, rechts und links im Wechsel. Und dann haben wir nur noch einen Schritt von der ersten Runde. Wir haben zwei Runden. Wir müssen ja so ein bisschen Schritte machen, Fett verbrennen, Energie verbrauchen. Und weiter geht's. Okay, letzter Schritt ist ein Tap rück. Also einfach nur nach hinten tippen, tippen. Genau. Und dann starten wir unsere zweite Runde. Sekunden noch. Und los geht's. Halte durch und wie schon erwähnt, jederzeit Pausen einlegen und vor allem auch was trinken, wenn du was trinken möchtest. Okay, Tap nach vorne, zweite Runde. Und jetzt nimm ruhig Arme dazu und schieb sie nach vorne weg. Also, ruhig kraftvoll nach vorne schieben.
10 Sekunden noch. Laufen. Spannung. Halte durch. Ist dir auch schon warm? Nächster Schritt ist ein Schritt zur Seite, rechts und links. Und die Arme gehen nach vorne und zieh sie ganz bewusst zurück. So richtig fest nach hinten ziehen, ziehen. Aufmachen die Hände vorne und kraftvoll zurück. Fünf Sekunden. Mit Armen wird der Puls noch ein bisschen höher. Also jederzeit dann die Arme auch weglassen. Wieder laufen. Oder gehen. Überleg schon mal, was der nächste Schritt war. Genau, Knie heben, hoch. Und vielleicht ziehst du die Arme von oben nach unten. Wichtig ist, Rücken gerade halten, hochziehen. Fünf Sekunden. Und gehen oder laufen. Auf jeden Fall nachher ans Trinken denken. Wichtig, auch um Fett zu verbrennen. Genug Flüssigkeit ist ganz entscheidend. Okay, side to side, einmal rechts, einmal links. Und wenn du möchtest, nimmst du deine Arme mit. Laufen. Nochmal schauen, das ist ein Rhythmus.
10 Sekunden noch. Was kommt als nächstes für einen Schritt? Der Kick. Genau. Kick, Kick, Kick. Und zu dem Kick natürlich boxen, wenn du willst. Ganz schnell zurück. Kick, Kick, Kick. Genau, richtig bewusst und schnell nach hinten. Und aufhören. Spannung, Arme. Wir halten durch, oder? Sekunden. Nächster Schritt, Hälfte der Zeit. Einmal die eine Seite. Nimm die Arme einfach so mit raus. Genau, ganz bewusst. Andere Seite. Laufen. Zwanzig Sekunden noch, dann kommt der Mambo nach vorne. Sich erinnern. Mambo, Hälfte der Zeit, auch da die Arme mitschwingen. Ganz locker, rechts vor, zurück. Andere Seite, vor, rück. Komm ruhig tief davon. Tief. Und laufen. So, bald geschafft. Komm. Drei Schritte noch. Vielleicht bist du gerade im Zimmer unterwegs, dann haben wir jetzt noch 20 Sekunden. Dann wieder bei mir sein. Okay, lecker. Ferse, Arme gehen mit. Richtig groß die Bewegung. Kraftvolle Arme.
auf. Dann nur noch zwei Schritte. Walken oder laufen. Zehn Sekunden. Nächster Schritt, Tap Side. Schau mal, dreh dein Knie so ein bisschen nach außen und wenn du willst, Arm mitnehmen. Immer noch. Zehn Sekunden. Dann unsere letzte Einheit laufen. Bereit? Komm. Aufrichten. Zehn, neun, acht, sieben. 6, 5. Nächster, letzter Schritt ist Tap. Tap. Arme gehen vor. Ruhig groß die Bewegung. Komm, komm. Wir haben zwar danach noch einen kurzen Endspurt. Da darfst du dann alles geben. Raus aus deiner Komfortzone gehen. Acht Sekunden. Und gehen. Puh, jetzt gehst du. Und wir gehen jetzt gleich. Also wir walken. Und 30 Sekunden. Dann nach diesen 30 Sekunden darfst du wirklich alles geben. 30 Sekunden lang Knie hochziehen. Gib, was du kannst, wenn du willst. Forder dich so ein bisschen und forder dein Herz-Kreislauf-System und starte so richtig die Fettverbrennung. Ich mache uns jetzt nochmal einen neuen Piepser an. Geht los, 30 Sekunden gehen. Genieße diese 30 Sekunden und das Ganze machen wir 5-mal. Noch 15 Sekunden genießen. Und 30 Sekunden können lang werden. Bereit? Los geht's. 30 Sekunden hoch, hoch, hoch. Komm, komm, komm. Gib richtig Gas. Noch schneller. Komm, 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 komm. Knie hoch. Noch mehr. Und gehen. Ganz locker, erste Runde geschafft. Wieder walken, Arme mitnehmen,
10 Sekunden noch. Dann kommt unser zweiter Sprint. Los geht's. Komm. Höher, höher, höher. Walken. Dritte Runde. 5 haben wir. Puls nach unten lassen. Alles gut? 5 Sekunden noch. Und starten. Komm, 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 komm. Sekunden und Pause. Vierte Runde. Locker. Zweimal noch das Ganze. Zehn Sekunden Pause. Drei, zwei, einen, gib alles. Zehn Sekunden. Letzte Runde. Aufrichten. Spannung im Bauch. Alles. Noch einmal. Los geht's. Auf die letzten 15 Sekunden. Komm, 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 komm. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Und gehen. Atme ein. Und nochmal aus. Tief ein. Und aus. Fleißig. Hier bleiben, ganz lang ziehen, strecken, räkeln. Auslockern. Einen Schritt nach rechts, links. Ganz entspannt. Wirklich fleißig. Und jetzt trittst du ganz langsam von der Fußspitze auf die Ferse, rechts und links, runter. Arme gehen mit.
langsam zur Mitte. Hier bleiben, eintauchen mit dem Brustbein und aufrollen. Eintauchen und aufrollen. Ein. Bleib hier, linke Ferse heben, dreh dich zur Seite. Schau, dass hier die Ferse unterhalb vom Knie ist. Komm richtig schön tief. Streck dein hinteres Bein. Komm nach vorne. Fußspitze anziehen. Knie strecken. Ganz gerader Rücken. Gerade Rücken wieder nach oben, Fuß fassen, Knie zusammen, drück den Fuß in die Hand, dass du den Hüftbeuger hier spürst. Po fest. Auch warm. Wieder auflösen, Grätsche. Rechte Ferse heben, drehen, tief vorne wieder Ferse unterhalb vom Knie. Nach vorne kommen. Fußspitze anziehen, Knie strecken, ein bisschen tiefer. Dann hochkommen, Bein fassen, Knie zusammen, drück den Fuß gegen die Hand, Spannung im Bauch, wieder Hüftbeuger spüren. Langsam wieder auflösen, locker die Schultern zurückreißen. Atme ein, Arme nach oben und nochmal aus. Tief ein. Wenn du mehr Cardio-Einheiten mitmachen möchtest, dann geh einfach in die Playlist Cardio auf meinem Kanal. Strecken, recken, Arme öffnen, Schultern tief. Vielleicht so ein bisschen höher. Einatmen, ausatmen, lösen. Vielen Dank fürs Mitmachen, fleißig. Wenn du Lust hast, sei natürlich gern morgen dabei. Übrigens, die ganze Reihe findest du da oben bei dem Infopunkt im rechten oberen Eck. Du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Also schau da einfach mal rein, 20 Videos zum Abnehmen. Da findest du dann alle, die du jederzeit auch wiederholen kannst. Natürlich gibt es noch viel mehr Videos auf meinem Kanal, die alle nach Themen, Schwerpunkten geordnet sind. Also schau rein, da findest du dich bestimmt ganz gut zurecht. Abonniere meinen Kanal, leite ihn weiter, teile das Video an jemanden, der sich auch bewegen möchte. Vielen Dank. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, freue ich mich natürlich riesig. Den Link findest du unten, da steht deine Unterstützung. Klick mal drauf und dann kannst du auswählen, mit wie viel im Monat. 2,50, 5 Euro, 10 Euro, 20. Was ist dir halt wert ist. Ansonsten freue ich mich klar auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!